Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ranch Simulator. Und ja, ich brauche unbedingt Benzin. Ich habe jetzt den Rest. Also, ich habe noch ein bisschen Wälder gesägt da hinten und habe jetzt mal den Rest hier noch reingeschüttet, damit wir noch zur Tanke kommen. Ja, aber ich wollte jetzt mal vorher noch mal schauen, ob wir die Wurst hier schon abnehmen können. Ich war mir nämlich auch nicht mehr ganz so sicher, wann die reif ist, ne? 100%, okay. Ist ja eigentlich wurscht, ne? Kann ich die jetzt hier nicht reinmachen? Möchte ich es echt so machen? Okay. Ja, obwohl es ja Blödsinn ist. Ich könnte die ja jetzt noch nicht abgeben, ne? Naja, fehlt halt noch Wurst. Aber wollen wir nicht trotzdem schon mitnehmen? Alles 100% hier? Hm. Nee. Wir haben ja auch noch Geld. Alles gut. Lassen wir noch stehen. Wir können heute aber noch mal Wurst machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann heute noch mal Schweinefleisch ist, so. Ist schon sehr gering. So, übrigens, ich habe hier die Hühner alle mal rüber gemacht. Also es hat, ich habe halt nochmal geguckt, in dem Stall passen 30 Hühner rein. 26 sind jetzt drin. Das heißt, wir brauchen noch 4 Hühner. Und dann ist der Stall voll. Und immer, wenn ein Küken schlüpft, müssen wir das dann hier rüber tragen. Das Ding ist halt jetzt, dass die Küken ja noch nicht alleine fressen. Ne? Jetzt ist halt die größte Preisfrage. Ich fände es halt cool, wenn es hier noch irgendwie ein Menü gäbe, wo halt steht, so wie bei LS zum Beispiel, hier der Hühnerstall und der Hühnerstall, da sind jetzt so und so viele Hennen drin. Wenn man da eine Übersicht hat, man muss halt echt zählen, ne? Das wäre halt nochmal geil, finde ich. Ja. Alle Hähne sind halt hier drüben. Hier drüben wird halt gebrütet und gemacht und getan, ne? Das ist halt Plan. Und hier sind die Babys drin. Die verdursten halt jetzt, ne? Weiß nicht. Trinken noch nicht selber. Muss ich hier vielleicht ein Huhn drüber machen? Okay, wir machen das jetzt mal. Ich nehme mir jetzt mal hier einen Huhn. Zack. Und bring das mal hier rüber. Dann haben wir drüben nur noch 25. Ich muss das jetzt machen. Ich glaube, die verhungern. Und ihre richtige Mutter? Was meint ihr? Große Preisfrage. Oder fressen die schon allein? Okay, das läuft jetzt hier rüber, ne? Übrigens, hier das Silo. Ach, schau mal, macht jetzt irgendwas. Das Silo hier mit den Hühnern, ja? Das kann ich ja hier ständig auffüllen, ne? Ja. Jetzt ist halt die Frage. Nee, die fressen ja schon allein. Die laufen ja hier hin. Nee, ich glaube, das ist nicht so schlimm, wenn die getrennt sind. Und hier müssten eigentlich noch, die zwei müssten noch schlüpfen. Gut. Ja. Ich wollte natürlich schon Mami, ne? Schon klar. Nur noch über den Zaun kommunizieren. Wir haben 3 Hähne, glaube ich, drüben drin. Das heißt, alle 3 Eier, die jetzt da liegen, müssen alle befruchtet sein. Ich gucke da jetzt auch nicht nach. Ich lege die jetzt einfach nur an die Seite hin. Muss ich nur aufpassen, dass die Hühner mich jetzt nicht killen, wenn alle 3 gleichzeitig kommen. Didi. 1. 2. 3. Siehst du? Ein Huhn ist Agro geworden. So, tschüss, bin wieder weg. Okay, das hätten wir schon mal. Dann schauen wir mal hier, was ist mit den Ziegen los? Haben wir schon Baby? Ne, so schnell geht's ja nicht, ne? Aber wie melke ich die denn jetzt? Hallo Ziege, ich bin's.
Oh, jetzt hat sie einen Euter. Das habe ich vorher noch nicht gesehen. Kann es sein? Nee, verwalten ist so 100% nicht. Ich nehme jetzt mal eine in die Hand. Das geht immer noch nicht. Nee. Ich habe keine Ahnung. Es geht, glaube ich, wirklich nur, wenn die Kinder hat. Die Baby hat. Das ist jetzt meine Vermutung gerade. Ne? Anders kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. So, na gut. Na gut. Dann, was wollte ich jetzt nochmal machen? Ich wollte irgendwann fahren, ne? Alter, ne? Demenzgedächtnis hier von mir schon. So. So. Okay, ja, Hühner hatten wir da. Da, Schweine. Was mache ich denn jetzt mit den Schweinen hier? Ich habe so viele Schweine schon. Viel zu viel. Wir müssen die Scheune fertig bauen. Da führt jetzt ja kein Weg mehr dran vorbei. Das hat oberste Priorität. Ich muss die Schweine auseinanderziehen. Ja, das ist einfach so. Das machen wir jetzt auch noch. Vorher werde ich hier keine Ruhe haben. Ach nein, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Jetzt, wo ich zur See gelaufen, wusste ich wieder Benzin. Das Problem wird sich auch beheben, sobald wir das Füllfahrzeug hier holen können. Den Tank. Benzintank. So. Hey, ich einfach wieder aussteige. So. Lasst uns mal tanken fahren. Denn für die Säge brauche ich jetzt auch noch ein bisschen Benzin. Ich fahre jetzt aber trotzdem mal ganz kurz am Burgerladen vorbei, weil wir haben ja da immer noch Wildfleisch zu stehen, ne? Mal abchecken, was heute drin ist. Ah ja, Huhn. Sag mal, meinen die mit Huhn? Meinen die schon geschlachtetes Huhn, oder? Oder meinen die richtig lebende Hühner, die man hier abgeben soll? Wisst ihr das? Mann, der Preismultiplikator 1,8. Vielleicht verkaufe ich ja doch noch die Schweinefrikadelle hier heute. Mal gucken. So. Wisst ihr, was auch noch geil wäre? Wenn man sich so ein Hirsch und ein Reh einsperren könnte und die auch noch vermehren. Aber macht, glaube ich, nicht viel Sinn. Obwohl, ne? War ein kleiner Tierpark. So, einmal tanke. Seht ihr was Neues? Nö. Gut, dann müssen wir den hier einmal voll machen. Und das. So. Okay. Dann sind wir wieder da. Ich gehe jetzt noch eine Runde sägen.
13 Uhr. Dürfen nicht verpassen, ne? Zeit wegen den Eiern. Ich werde die Büsche hier einfach mal stehen lassen, ne? So. Wir haben Wurst. Wir haben Schweine. Wir haben Ziegen. Haben wir es gerade ausgeschaltet? Jo. Das Coole ist halt, wir müssen jetzt nur noch den einen Hühnerstall checken. Na? So. Ey, einer ging noch. Hey. Bisschen Zeit haben wir noch? Will ich hier nochmal einen Baum fällen? Siege, Siege, Siege. Ja, also ich kann ja schon mal plaudern hier ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon gemacht habe. Und zwar am 9. August kommt Two Point Campus. Das werdet ihr hier auf jeden Fall auch auf meinem Kanal sehen. Als großer Two Point Hospital Fan muss man auch Two Point Campus spielen. Und ja, bin ich schon mal total gespannt. Es wird auf jeden Fall auch hier kommen. Und vielleicht nehme ich es auch noch in meinen Livestream mit rein, aber ich weiß nicht, hier müsste ich halt wieder doppelt spielen. Mal schauen. Außerdem kommt dann am 9. August auch noch Hardest Frontier raus. Das ist ein Aufbauspiel, so nicht wie Anno, aber Anno-like, so ungefähr, so ein bisschen, ne? Dann kommt da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, am 13. August oder am 12. Da kommt dann noch The Way of the Hunter. Ich bin aktuell im Livestream hier, vor allen Dingen Call of the Wild, ne? The Hunter Call of the Wild. Und da kommt dann The Way of the Hunter und das will ich wahrscheinlich dann auch auf dem Kanal mal. Muss ich mal schauen. Das ist so viel Content. Ich muss halt dann wahrscheinlich irgendwas verschieben, kürzen. Weil wenn ihr pro Tag hier von mir mit 5 bis 6 Folgen verschiedener Spiele vollgespammt werdet, das kann ja kein Schwein mehr gucken, ne? Das kann ja echt kein Schwein mehr gucken. Wann hat man denn die Zeit dazu? Da muss ich dann vielleicht den Ranch auf 3 oder 4 Tage setzen, erstmal zeitweise. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Und ich sehe ja jetzt schon so viel. Jetzt kommen wir pro Tag schon 3 Folgen raus. Von unterschiedlichen Spielen. Und ja, da muss ich mal schauen, wie ich das mache. So mal ein bisschen was verschieben. Das Einzige, was auf jeden Fall auf jeden zweiten Tag bleibt, ist House Flipper. Das ist schon mal Fakt. Denn neue Spiele tue ich halt ganz gerne jeden Tag bringen, die erste Woche. Oder die ersten Tage.
heißt, die ersten 4, 5 Folgen, Two Point Campus wird auf jeden Fall hintereinander kommen, also von jedem Spiel. Und dann wird das auch jeden zweiten oder dritten Tag sein, weil ihr kommt nicht hinterher, ich komme nicht hinterher. Das ist halt zu viel. Aber wie das immer so ist, entweder ist gerade gar kein neues Spiel auf dem Markt, was man gerne spielen wollen würde, oder die kommen halt alle mit einem Mal. Ich weiß nicht, ob man das Gefühl habt, dass es so ist. Und ja, im August 3 Spiele. Schon crazy. Das ist schon crazy. So, und jetzt quatsche ich hier schon wieder und verpasse die Zeit mit den Eiern. Das ist doch scheiße. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Schmeißt es jetzt hier einfach mal hin. Hinschmeißen. Renne! Renne, Schadella! Lauf, kleines Mädchen, lauf! 5, 6, 7, ich schaff's nicht mehr. Scheiß drauf, wenn die Hühner jetzt abhauen. Ach, ich hab die Eier doch schon rausgesammelt. Hier waren keine neuen. Wie, keine neuen Eier heute? Jetzt bim, 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 bim macht's. Ah, die sind alle nicht befruchtet. Okay. Kann das auch mal passieren, ja? Dass ich einen Tag gar kein befruchtetes Ei habe? Sieht so aus, ne? Lass mich mal noch mal kurz hier rein. Ach du Scheiße. Guckt euch das mal an. Aber ich glaube, ist hier ein Küken geschlüpft zufällig? Nee, das dauert noch ein bisschen. What the fuck? So. Alter Scheiter. Da liegen noch 2 Eier drin. Okay. Nee, da war keins mehr. So, Ziegenbabys haben wir auch noch nicht. Okay. Hätte ich gar nicht rüberlaufen brauchen, aber das weiß man ja immer vorher nicht, ne? So. Dann latschen wir wieder rüber. Wir jetzt hier bauen. Ja, komm. Hauen wir hier rein. Hauen wir mal hier rein. So, hier hinten haben wir noch Holz. Zack, und wir müssen unbedingt Schweine schlachten. Schweine! Bauen wir erstmal hier mal noch ein bisschen weiter. Ich mache mal den Zaun da erst so und dann machen wir den Rest der Scheune. Das ist ja eigentlich nur noch das Hinterteil. Dann können wir die Eber hier noch rüber schaffen. Ich würde die halt wirklich so schlachten, wie wir die brauchen, ne? Und immer mal wieder neue Kisten holen. Ich glaube, wie wir die brauchen, das ist. Essen und sie halt, wenn die schlachtreif sind, auch das Futter weg, darf man auch nicht vergessen, ne? Na, schauen wir mal. Irgendwie machen wir das schon. Gerade zu faul ist, auf dem Auto zu laden, ne? Laufe ich lieber hin und her die ganze Zeit. Hier lag kein Holz mehr, ne? Alter, was mache ich hier? Hilfe! Dann was mal auf hier. Ey, muss oder die Maustaste loslassen. Muss immer ein bisschen weiter wegstehen. So. Und so. Hey, und so. Und dann nehmen wir die 2 hier auch noch mit. Und so. Hüppi, hüppi. Rinn in die Kiste. Wow, 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 wow. Nicht dagegen war, nein.
Monsieur, einmal aufsteigen. Okay. Dann machen wir gleich erstmal innen weiter. Oder hier? Das? Das reicht noch nicht, glaube ich. Das reicht, glaube ich, noch nicht. Hier ist noch ein Brett. Mich hier durch? Ja. Machen wir da noch? So. Dann haben wir hier oben noch mal was. Gehe ich mal von außen ran. Zack, nächster Teil fertig. Oh, okay, schön ist komplett. Schön. Dann haben wir jetzt hier noch mal einen Fressnapf. Auch voll gleich, ne? Und hier haben wir noch mal ein bisschen Zaun. Also einmal müssen wir noch sehen gehen hier. 4, 8, 12, 13 brauchen wir. 13 Holz brauchen wir noch. Okay. 13 Holz. Stelle ich das Ding mal hier hin. Dann haben wir noch eine Scheune fertig. So, 8 haben wir hier. Dann haben wir 12. Den noch. Und dann haben wir jeden Fall 13. 19, 12. 13. Okay. Ui. Bringen wir das erstmal zurück. Das wird auch schon wieder Abend. Habe ich mich verzählt um ein Hauszaunding? Nee, sind nur noch zwei. Okay, Ziegel lasse ich einfach mal da hinten stehen. Dann werden wir weitermachen, wenn wir wieder Holz brauchen. Tja. Gut. Zack, zack. Sehr schön. So muss das sein. Unser nächster Stall ist fertig, Leute. Wir können uns Kühe besorgen. Rinder, also Fleisch. Fangen wir mit Fleischkühe an. Es war dann die Melkmaschine noch kaufen können, aber als allererstes könnten wir, glaube ich, noch ein Schwein schlachten. Oder? Passt nicht durch. Perfekt. Können wir direkt hier vorne erschießen. So. Muss ich den gar nicht mehr hier irgendwie zwischenlagern. So. Also ich nehme die nicht mehr mit rüber, ne? Ich nehme die neuen, die packe ich dann hier rüber. Hier erstmal. Einfach mal danach. Die erstmal nicht. Schon brutal, ne? Ich werde natürlich den Elektroschocker auch noch holen. Aber die sind ja mit allen Dings tot. Also von dem her, die leiden nicht. Die anderen haben halt dann nur Angst immer. Ist auch leer. Ach so. Und bei uns gehen hier schon wieder die Sirenen. Ich habe
noch nie in keinem Sommer erlebt, dass die Sirenen so oft gingen wie dieses Jahr. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Ich bin ja hier Berlin-Brandenburg, ne? Also Wahnsinn, Leute. Wie oft die Sirenen hier gehen. Gut. Ja. Ich führe jetzt auch noch mal das eine Schwein hier raus. Ich glaube, es ist nur noch eins, ne? Genau, wir haben jetzt erstmal Schweinefleisch. Jetzt führen wir hier Gustav, Theodor, Antonius. Ja. Ach, wir haben noch zwei. Ups. Okay, wir haben noch zwei. Okay, ich lasse sie noch kurz drin. Die werden sie aber auf jeden Fall noch schießen. Ich nehme ein Behälterchen hier mit. Dann machen wir nochmal Wurst und Frikadellen. So. Wo ist hier eigentlich der Lichtschalter? Ah, hier. Schaut mal. Wollen wir nicht ein bisschen Licht machen hier drinnen, ne? Sieht richtig kuschelig aus, oder? So, wartet mal. Wie viel passen hier immer rein? 12, ne? Das heißt, wir machen mal. Das kann ich doch da hinstellen. Drei Frikadellen nochmal. Eins. Ich hoffe, der packt es jetzt noch im Topf rein. Den Topf zu spät hingesetzt. Oh, hat er gemacht. Hui, drei. Haben wir noch eine Wurst? Sag mal, Ole. So, jetzt haben wir drei von den Frikadellen zu hängen. Zack. Gut. So. Dann haben wir die Kisten, bin ich erstmal voll, ne? Ich nehme das hier mal nochmal mit. Okay. So, muss erstmal hier was trinken, Halskratz. Ja, ihr Lieben, dann schlachten wir in der nächsten Folge nochmal die zwei dicken, fetten Schweine da hinten. Und müssen noch ein bisschen mehr Fleisch und so machen. Wir müssen mal hier abchecken nach Weibchen, Männchen. Müssen wir hier irgendwie. Ich hoffe, ich erwische halt immer den Zeitpunkt, dass wir dass wir die rechtzeitig rausholen. Sonst, wie gesagt, haben wir so viel Schweine. Das kriegen wir alles nicht mehr auf die Reihe. Das wäre ein bisschen doof. Okay, also, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, würde mich freuen. Und ja, wie gesagt, in der nächsten Folge geht's mit den Schweinereien weiter. Yay! Und wir gucken mal, ob wir dann eventuell schon ein Ziegenbaby haben. Das wäre doch super, ne? Ja, und vielleicht finden wir ja auch irgendwann noch den Eimer wieder. Ich habe ihn immer noch nicht. Bis denn. Tschüssi.